Willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Unsere To-Do-Liste war ja rather short. Und der erste Schritt wird sein, dass wir ins nächste Gebiet stöbern. Es gibt, glaube ich, hier zwei Übergänge. Nun bin ich etwas verwirrt. Weil wenn ich hier rüber gehe, bringt das mir, glaube ich, nicht viel, oder? Ach komm, wir versuchen es einfach. Ja, mal sehen, ob ich da überhaupt drüber komme. Ich bin mir nämlich gar nicht mal so sicher. Ja, weil ich bin, glaube ich, immer über diesen komischen umgekippten Baumstamm, der sich hier jetzt schon leicht angedeutet erkennen lässt, rübergerannt und nicht über die Gao-Randfront. Weil ich auch gar nicht weiß, ob ich hier rüberkomme. Weil hier habe ich eigentlich immer nur die Quests erledigt. Aber habe es nie so wirklich als Weg wahrgenommen, ins nächste Gebiet zu stürmen. So, mal sehen, ob ich von hier irgendwas. Ja, okay, ich kriege anscheinend Akku von irgendwas. Aber es scheint ganz geschmeidig zu funktionieren. Allerdings weiß ich dann nicht, wo ich bin. Ui. Okay. Komme ich hier irgendwie durch, ohne irgendwie Hardcore viel zu pullen? Ich renne jetzt einfach mal mutig hinüber. Weil eigentlich macht es schon Sinn, hier hinzugehen, weil es gibt so ein Quest-Hub auf einer Mauer auf der Lauer. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich da hochkomme. Ich überlege gerade. Also ich glaube, ich bin dann immer erst hier zu dem Fluchtpunkt und von dem Fluchtpunkt wurde ich hier rüber gelitten. Und von dort bin ich dann. Aber vielleicht hängt das Seil. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, weil es gibt, glaube ich, dann während der Quest gibt es dann irgendwie so ein Seil, was dann runtergelassen wird und dann kann man da hochkraxeln. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Seil auch so schon da ist und dass ich dann das dementsprechend nutzen kann. Und dann schon oben auf der Mauer bin. In meiner kindlichen Naivität werde ich das jetzt einmal ausprobieren. Oh, ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Minimap, weil hier habe ich auch ab und zu mal so ein. Da seht ihr jetzt schon die Quests in dem Fluchpunkt. Habe ich hier. Ist das. War natürlich sowas von klar. Hier ist kein Seil. Kann ich irgendwas anklicken? Oh! Jawoll! Bäm. Muss ich gar nicht den Umweg machen, das. Weil wie gesagt, dann seht ihr hier auf der Map, jetzt seht ihr gar nichts. Meine Güte. Dann seht ihr auf der Map hier und dann hatte ich da irgendwie eine Quest bekommen und dann hieß die Quest flieg hier rüber und dann bin ich hier natürlich umgelandet. Und so habe ich das, glaube ich, ab und zu mal gemacht. Weil ich dann, wie gesagt, immer über den Baumstamm gejoggt bin. Aber man lernt da bekanntermaßen nie aus. So, dann habe ich nämlich hier erstmal den Fluchtpunkt und jetzt kriege ich hier auch die Quests, die ich zu erledigen habe. Ja. Und ja, die machen wir jetzt einfach. Gut. Das einmal müssen wir uns der Arachniden, aka Spinnen, hier entledigen. Die werden auch die ganze Zeit, wenn sie die Mauer hochkraxeln wollen, erledigt. Wir werden hier unten das Fußvolk ein wenig dezimieren. Es kommt mir ein bisschen so vor, als ob ich so ein, zwei Lecks hätte. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht weiter beeinflussen. Weil das wäre ein bisschen doof. Und. Ey, die sind aber auch. Hauen die mich so fest, oder? Bin ich einfach so weich. Bin halt, dabei bin ich nicht mal ein softer Panda. Krieg trotzdem gut auf die Fresse. So, kaputt gehen. So, aber ich glaube, ich sollte mich eher darum kümmern, dass ich die Eier zerstört bekomme. Deswegen werde ich jetzt immer zielorientiert Schreckensspinnerhüter töten. Was für ein Wort. Das ist halt die Lokalisation, ne? Die denken, ab und zu klingt es ganz okay, aber ab und zu klingt es halt auch echt Banane. Waren das jetzt alle? Nur drei Eier? Oh, das wird eine Neverending Story, ich krieg's schon mit. Was macht das Netz eigentlich? Ist das einfach nur ein Cone-Schaden oder was? So, kann ich dem ausweichen? Okay. Könnt ihr natürlich auch immer machen, während Questen schon mal so ein bisschen austesten, wie irgendwelche Mechaniken funktionieren. Können helfen im späteren Verlauf, im Content, wenn es dann Richtung Heroik und sowas geht. Habt ihr schon mal ein bisschen was gelernt? Wenn irgendwas gecastet wird, kann man erstmal kicken, ob man dem ausweichen kann. Ob wenn er dann mit der Aggro sich mitbewegt, dann schnell wieder zurück. Ja, weil dann sonst gerät ihr den Raid, insbesondere wenn ihr Tank seid. Wir sind ja häufiger mal in Instanzen unterwegs gewesen als Tank. Wisst ihr schon Bescheid. Ich glaube, die Eier muss ich da auch nochmal grillen. So. Putz. Und drüber rollen. Putz.
Ist ein bisschen blöd, man sieht eigentlich nicht so ganz, wie der Cone-Schaden funktioniert, also wo letzten Endes der Atem hier von diesem, was ist das eigentlich? Wie heißt das Ding? Drachengewehr der Shadowpan. Wie weit das eigentlich reicht. Ist ein bisschen blöd. Aber okay. Jetzt werden sie jetzt nicht aufhalten. Und ich glaube, die erleiden auch Schaden davon, ne? Wenn ich es benutze. Ich sollte mich mehr vorbewegen. Okay, ich glaube, da habe ich jetzt fast. Ne, da drüben sind noch welche. Noch vier. Ich hoffe, das ist ja so typisch. Da ist noch eins. Gut. Warten wir mal auf und versuchen die Quest irgendwo abzugeben. Ich glaube, es ist quasi da, wo man dann den nächsten ansprechen muss und dann fängt das Ganze auch an mit den Geschichten. Es gibt halt hier, letzten Endes ist es so ein bisschen der, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Rasse? Es sind halt so eine Käfer. Ja, also nicht Spinnen zwingend, sondern eher so Silitiden. Es gibt halt letzten Endes auch die Raid-Instanz, die dazugehört. Wenn mir der Name wieder einfällt, weiß ich wahrscheinlich auch, worum es geht. Ach man, die gehen jetzt auch ein bisschen auf den Zünder. Ach doof. Was wollt ihr denn jetzt hier? Außer sterben. Zack, eins. Was hat das eigentlich für ein CD? 1,5, ne? Viel zu lang. Müsste häufiger funktionieren. Deswegen gucke ich kurz ins Dungeon Journal, wie die Schlacht so geht. Herz der Angst. Okay, da sieht man jetzt nicht die. Klaxi, genau. Also ich glaube, Klaxi heißt das dann auch hier in der Mitte, wo wir hin müssen. Ich glaube, muss ich nicht jetzt in diese Höhle hier rein? Genau. Und letzten Endes befreit man jetzt diese alten Klaxi Vatik heißt der jetzt. Also es ist halt so ein alter Gelehrter der Klaxi. Und die befreit man halt peu à peu und davon gibt es halt einige in diesem Gebiet. Und wir werden wahrscheinlich nicht so viele davon sehen, das ist klar. Aber ich habe schon, glaube ich, mal richtig, richtig viel davon freigequestet, weil letzten Endes die Klaxi ist, glaube ich, dann genau, ist auch eine Fraktion, letzten Endes. Und diese Fraktion gibt mir natürlich, gab mir dann frühzeitig auch die Möglichkeit, irgendwie an episches Gear ranzukommen. Deswegen hat man versucht, diesen Ruf natürlich zu pushen und hat sich dann dementsprechend natürlich auch mit den Quests auseinandersetzen müssen, weil es halt immer wieder mal Quests gab, die von der Klaxi initiiert wurden, wo man halt durch die Klaxi genötigt wurde, irgendwie die Quest zu machen. Und dann hat man halt dementsprechend auch Ruf bei der Fraktion bekommen. Und das konnte man das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, was haben wir, habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe jetzt 600 Ruf bekommen, 300 Rufbonus. Ich weiß gar nicht, wodurch ich den Rufbonus verdient habe. So, jetzt gibt der mir wahrscheinlich noch ein bisschen Aufgaben, Saftfliegenteile, alles klar. Gurtani-Geister kriegen wir auch hin. Ich glaube, da muss ich hier. Also die gibt, die sich fliegen, haben wir glaube ich schon gesehen. Aber ich habe das meistens immer in der Region hier so ein bisschen erledigt. Dann war das ganze Gebiet hier, also ich bin jetzt kein großer Fan von dem Gebiet, weil man das halt auch immer wieder für Klaxi Dailies machen musste. Deswegen, also wenn man das halt, irgendwann hat sich das halt, hat man das halt auch übersehen. Da haben wir auch gesagt, boah, ey, komm, mach, dass das aufhört. Und da waren wir wieder froh, wenn man die Fraktion fertig hatte. Also Ruffarm ist, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die dann sagen, ey, Ruffarm, beste Idee, wo gibt. Ja. Wobei Ruffarm, sage ich mal, auch immer wieder unterschiedliche Varianten. Gab es immer wieder unterschiedliche Varianten. Ich glaube, in PC hat er. Ich wahrscheinlich gab es. Nee, Ruf gab es immer. Also das ist Schwachsinn. Es gab schon immer die Fraktionen, wo man Ruf sammeln konnte. Mal weniger, mal mehr sinnvoll, zum Beispiel Booty Bay. Musste man, oder beziehungsweise Piraten oder was, musste man dann halt unten irgendwie Unruhe stiften und das halt Tag ein, Tag aus. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen beschleunigt, irgendwie beschleunigt wird oder ob das überhaupt noch geht, weil man dann halt auch dementsprechend einen extrem coolen Titel bekommen hat, der halt mal, wo halt jeder sieht, okay, der Typ hat sich, der hat eben echt generdet und hat sich da richtig viel lange hingesetzt, um die komischen, den römischen Ruf fertig zu kriegen. Jedenfalls früher gab es das dann halt zum Beispiel bei den namhaften Fraktionen bei den Crusade. Hatte man halt die Möglichkeit, dass man die in den Instanzen farmt. Man ist in Instanzen reingerannt und dann hat man da den Ruf bekommen. Irgendwann wurde es halt getrennt und dann wurden die Fraktionen so ein bisschen gelöst von den Instanzen und man hat dafür dann die Dailies erfunden. Glücklicherweise. Not. Ja, und da gab es halt auch letzten Endes einen richtigen Aufschrei, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob das seinen Zenit jetzt hier in Pandaria erreicht hat, ich glaube ja.
Aber auch früher gab es halt sowas wie Dailies und das war schon immer eine tierische Abfuck. Also ich fand es nie spannend. Jeden Tag, deswegen heißen sie auch Dailies, also Taglies, zu machen, um dann immer wieder irgendwie ein bisschen ein Quäntchen mehr Ruf zu kriegen, um dass man halt, weil man musste es machen, wenn man irgendwie raiden wollte, ne? Ist ja klar. Man muss ja vorbereitet sein für den Raid-Content und versuchen, das optimale Gear irgendwie rauszuholen, damit man halt schnellstmöglich vorankommt. Und dann ist auch immer wieder dieser Gruppenzwang, das ist halt auch letzten Endes bei MMOs immer so ein bisschen vorhanden, dass ich sage, okay, man kann sich natürlich auch sagen, ey, komm, chillt mal, lasst einfach mal ein bisschen daddeln. Dann gibt es halt immer so ein paar, die es auch so durchziehen, werden dann von den anderen halt immer so ein bisschen argwöhnisch beäugt. Die müssen dann natürlich auch mit ihrer Leistung dementsprechend kompensieren, was sie nicht durch den Fleiß einholen. Und dann gibt es halt die, die da halt alles machen, die können so gut sowohl Leistung bringen, aber sind auch fleißig. Und dann gibt es halt die, die halt durch Fleiß versuchen, die mangelnde Leistung zu kompensieren, weil sie halt wissen, okay, wenn jetzt nicht so der Held im Feld, aber wenn ich dann immer das beste Gear irgendwie durch Ruffarmerei und dann sich täglich hinsetzt, aber dadurch ist halt ein extremer Druck auch immer da, die Dailies auch regelmäßig machen zu müssen. Ne? Es hat immer so seine Schattenseiten. Letzten Endes weiß jeder, dass MMOs oder große Spiele wie World of Warcraft letzten Endes durch den Zeitaufwand gewonnen werden. Also wer mehr Zeit investieren kann, kommt das zumeist auch weiter. Ja, außer man investiert halt unendlich viel Zeit und ist komplett talentfrei. Aber das geht eigentlich nicht miteinander konform, weil man zumeist sagen kann, okay, jemand, der so viel Zeit in ein Spiel investiert, der kriegt dann auch irgendwann mit, wie der Hase läuft. Das ist ja dann der normale Lauf der Dinge. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hinzukommen komme. Ich glaube, Pro-Fraktion. Ne? Und dann wurde das irgendwie ein bisschen wurde es ein bisschen losgekoppelt, sage ich mal. Dann musste man halt die Dailies erledigen, dann hat Blizzard jetzt zurückgerudert, man kann jetzt hier zum Beispiel markieren, für was man Ruf sammelt, für welche Fraktion. Ich habe jetzt einfach irgendwas genommen, nicht groß nach Sinn gefragt. Ich glaube, ich hatte auch einfach nur zwei Fraktionen und die eine Fraktion war komplett egal und die andere Fraktion nicht so ganz. Dann habe ich jetzt Shadowpan genommen. Ja, ich glaube, ich hatte die Jinjo noch zur Auswahl und die Jinjo haben mir halt, die konnte man, glaube ich, auch allein, wenn man die ganzen Quests erledigen konnte, gemacht, also erledigt hatte. Die mal halt aufgetragen wurden in dem Gebiet, hat man da, glaube ich, auch schon auf ehrfürchtig dingen können. Also nicht sonderlich spektakulär. Und bei den Schadopanen gab es halt, wie gesagt, ich glaube, auf Maximalstufe dann irgendwelche Epics oder Rares, die man dann kaufen konnte. Auch für Points. Und dann wurde es jetzt so ein bisschen so, dass man auch ein bisschen, ab und zu mal ein bisschen Ruf durch die Instanzen kriegt. Das ist jetzt so ein Mittelding, dass halt die, die sagen, okay, ich mache halt jeden Tag meine komische Instanz, um die Punkte irgendwie klar zu machen, weil man halt diese Punkte sammeln will. Oder ich renne eh gerne Instanzen mit irgendwie einer vordefinierten festen Stammgruppe. Dann kriegt man halt auch ein bisschen Ruf raus. Ne? Und letzten Endes ist das dann so der Kompromiss. Ich finde Ruf immer noch doof, aber es macht halt irgendwie auch Sinn. Man möchte die Spielerlebnis ein bisschen strecken. Und an meinen Ausführungen merkt man auch letzten Endes, dass ich mich auch mit dem ganzen Questgebiet auseinandergesetzt habe, beziehungsweise auseinandersetzen musste, weil man halt immer wieder diese Klaxi-Typen befreien musste und das halt mit einem relativ langen Quest-Chain verbunden ist. Und dadurch hat Blizzard es natürlich auch geschafft, hier und da mal Gebiete wirklich von Leuten, dass die von Leuten auch erlebt wurden. Ne? Und nicht nur, dass sie da durchgeritten sind und dann war gut. Nee, man hat es auch wirklich effektiv gespielt. Und das, von daher kann ich das auch verstehen, man setzt halt auch sehr viel Mühe rein. Und ab und zu gibt es dann halt so ein bisschen stumpfe Lösung. Und die stumpfe Lösung ist halt letzten Endes, ja, wir müssen Dailies einfügen oder irgendwie die Leute mit Ruf dazu motivieren, sich die Gebiete anzuschauen. So, was wir apropos Gebiet anschauen, wir werden jetzt hier auf dem Rücken von diesem Kilrock, der Windschnitter, durch dieses Gebiet geführt. Das ist eigentlich ganz cool. Ich werde ihn hoffentlich verpasse ich es nicht, den anzubabbeln, weil die unterstützen einen auch. Wenn man sie befreit hat, dann kann man sich, glaube ich, einen aussuchen und der bestimmt einen, der hilft einem, wenn man sie wieder mal beim Questen und der hier, glaube ich, klieft gerne mal rein in eine Gruppe oder so, wenn du die mehr gepult hast. Dann gibt es andere, mit denen du kannst du Sachen kontrollieren, also Gedankenkontrolle ausüben auf dem NPC. Und jetzt hat man so ein bisschen gesehen, da drüben ist halt letzten Endes das Herz der Angst, wo ich auch nachgeschaut habe, wie die Viecher letzten Endes heißen, als es mir auf der Zunge lag und nicht einfallen wollte. Und das ist halt letzten Endes die Raid-Instanz, die dazugehört. Ah, ich glaube,
glaube ich, Handschuhe gehabt, die ich vergessen habe anzuziehen, gell? Ja. So. Halskette. Genau. So. Und jetzt merkt man das halt schon langsam, in welche Richtung das geht. Hier wird man halt auch schön mit Quests zugeschissen. Ne, ich möchte eigentlich noch nicht anfangen. Erstmal nehmen wir noch ein paar Quests an. Okay, jetzt bin ich zu weit gerollt. Irgendwie habe ich echt eine leichte Verzögerung drin. Aber okay. So schlimm ist es jetzt noch nicht. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir verschieben das einfach aufs nächste Mal. Weil wenn ich jetzt wieder ein neues Fass aufmache, wird das ein bisschen lange dauern. Würde ich wieder mal in den Rahmen sprengen. Und ich habe den ja auch schon häufig hier noch gesprengt. Beziehungsweise ich denke, ich werde ihn für die nächsten beiden Instanzen sprengen müssen. Ich würde mich da wahrscheinlich auch einfach spezifisch anmelden. Und einfach mal die Instanz mitnehmen. Was verpasse ich denn eigentlich einfach um 2036? Ja, schon einiges. Aber, naja, ich glaube, sich die Dinger mal anzuschauen. Ich mag die Belagerung eh nicht so, aber toll, um da untergehen und Sonne geht eigentlich. Ja. Auf jeden Fall beides ein Besuch wert. Ja, ich glaube, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Hier ist der Gastwirt, das sieht halt zwar nicht so aus, aber es ist deren Gasthaus. Es sind halt sehr spartanisch eingerichtet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und sage tschüss.